Leute, herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Der 11.11., 11.11 Uhr. Die Karnevalssaison geht jetzt endlich los. Und selbstverständlich gehe ich wieder in die Menge rein. Der Zug hat keine Bremse. Der Zug. Ich sagte, ein kleiner Traum von mir war immer Rikscha-Fahrer. Du setzt dich mal hinten rein und machst Feierabend und ich mach das Ding jetzt. Kannst du mich mal kurz anschieben? Der Zug hat keine Bremse. Wir machen eine Rikscha-Tour. Jungs, wollt ihr mitfahren nochmal? Wir fahren einmal ins Artemis jetzt. So, hab ich schon gesagt, was das heutige Thema ist. Und zwar fragen wir mal die Leute heute beim Karneval. Wie käuflich sind denn die Leute beim Karneval? Würdest du vielleicht für eine Million deinen Freund oder deine Freundin betrügen? Übrigens, mein Name ist Marc Eggers, habe ich schon gesagt. Carsten hinter der Kamera. Karnevalsumfrage. Wir gehen weiter. Auf geht's. Din, 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 din. Was geht bei dir heute? Was hast du dir vorgenommen an Karneval? Heute geht rund, die Weiber werden. Abfahrt, richtig schön. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Bro. Geballert wird heute. Viel geballert. Ja, ich bin heute Bär. Flauschig für die Weiber. So ein bisschen zum Rankuscheln. Bro, ich hab das Gefühl, du machst dir wirklich Hoffnung, ne? Wir haben's doch früh am Morgen. Ich will dir die Hoffnung nicht nehmen. Aber auch beim Karneval geht's um die Optik. Hast du recht. Do you really wanna got to go? You have a real coat. Und ich wundere mich bei der einen oder anderen Dame, mit der ich unterwegs war, wo ist die Jacke geblieben? Aber jetzt weiß ich, die Jungs waren auch schon mal zu Besuch hier. Blonde Chaya. Illegale Rave. Als was seid ihr verkleidet? Ich weiß selber nicht. Cowboy. Irgendwas ist aus dem Schrank genommen. Ja, so sieht's aus. Du hast einen Freund? Ja. 1 Million. Würdest du den betrügen? Nein. 500 Millionen. Nee, der steht da hinten. Ist das der? Boah, ich sag dir, mach's für einen Fuffi. Juhu. Was ist euer Lieblingsgetränk? Aperol! Ey, ich dachte jetzt Bier. Wie? Aperol! Ja. Kostüm des Tages, du hast Laterne gefunden heute, oder was? Ja, lag auf dem Boden. War rot, oder was hast du mitgenommen? Grün? Grünes Licht ist immer gut. Wo lag die denn? Ja, die... Ach komm, scheiß drauf, Digga. Lag da am Rand so ein bisschen. 3 Meter Höhe? Nee. Nee, nicht nee. So ganz. So einer wärst du nicht, ne? Nee. Aperol! Wo geht die Party ab? Im Megapark! Euer Kostüm ist Megapark-Promoter. Ja, ist unser Arbeitsplatz, ne? Ihr arbeitet doch auf Mallorca, nicht im Megapark. Jetzt gerade arbeiten wir in Köln. 1 Million, wird's dein Freund betrügen? Eine halbe. Danke. Nur halbe. Ja, komm, gib mir einen Pfiff, ein Ding. Gib mir einen Zehner. Scheiß auf Zehner, Digga. Ich habe schon viele Delfine heute gesehen, aber das ist der Beste. Ja, danke, ja? danke. Das ist deine Freundin? Nein, ich bin die Schwester. Ich bin Schwester. Alien. Du antwortest für deinen Bruder. Wenn okay. Dein Bruder. Hast du eine Freundin? Nein. Okay. Da, okay, wenn er jetzt eine Freundin hätte, würde ihn jemand 1 Million geben, würde er die betrügen? Stopp, Mio. Ja! Die Schwester, die kennt einen, ne? Scheiße. Wir brauchen einen Arzt! Bro, du bist voller Blut. Ja, bin ich. Wir brauchen Der hat alles voller Blut. Oh mein Gott. Können wir dir noch helfen? Herz ist da! Ach so. Ja. Mäh! Ey, ohne Witz, mein Spitzname ist Scharf. Scharf? Ja, weil ich so lockige Haare habe, weißt du? Weil du so trockene Haare hast? Lockig. Was ist ihr Spitzname? Bella. Late. The Weekend. Hier und da mit 3,5 Promille hat mal jemand gesagt, du siehst so aus. Nein. Oh, der Typ ist ein richtiger Frauenplayer. Ich nicht? Zeig dir mal ein Unterschiedsbild. Ohne Witz, jetzt mal Real Talk. Für mich null Ähnlichkeit. Sing mal einen an für die Leute. Ich glaube, das kennen die gar nicht. Wanna f slow and an asshole. Nein, das ist zu Mainstream. Nee. Wenn ich jetzt singe, dann muss ich die Kopfstimme hoch. I'm so wrong, I'm so wrong. Können wir ja rausschneiden. Nee, ey, würdest du deine Freundin betrügen für eine Mio? Ich habe keine Freundin. Wenn du einen Weiber. Haram. Da macht doch keinen Sinn. Wenn ihr Kinder haben wollt. Freundin, eine Mio, scheiß drauf. Was weiß ich mit einer Mio? Ich weiß nicht. Ihr seid, habt doch gerade, oder wegen Karneval oder nicht gesagt. Was denn? Egal, was ich mach. Okay, perfekt. Ayo-Emi. E-Y-O-E-M-I. Baby, I just don't get it. Cashbar auf die Hand. Würdest du sie betrügen? Ja. Make me your selection. It's pretty baby with the high heels on. Ach so, mach mal das Geräusch vom Fuchs. Bro, du bist ein richtiger Fuchs. Ich danke dir. Show you the way love's supposed to be. War so schlecht. Bist du Recall aber reich? Oh. Was bist du denn? Lightning McQueen. Nein, Grüße an Sydney. Wen? Sydney. Grüße. Der ist ein riesen Lightning McQueen-Fan. Ja, dann liebe Grüße. Das wäre wirklich heute the perfect match. Der hat sogar Bettwäsche von Lightning McQueen. Ich liebe Lightning McQueen. Bist du gerade Single? Ja. Ich dachte, du bist mit zusammen. Nein, hör auf. Oh, Digga. Wenn du jetzt einen Freund hättest, jemand würde dir 1 Million bieten. 1 Million. Cashbar-Kralle, steuerfrei. Würdest du dann deinen Partner betrügen? Auf gar keinen Fall. 500 Millionen.
Ja. Würdest du deinen Freund betrügen für eine Mio? Ja, danke, du warst ein super Rikscha-Fahrer. Und würdest du deinen Freund betrügen für eine Mio? Frage ist, wann bekomme ich die? Ja, direkt. Okay. Niemals. Ich liebe meine Freundin über alles. Ja, wie lange schon? Fast zwei Jahre jetzt. Aber sie liebt den Nachbarn auch über alles. Nein, das glaube ich nicht. Die machen ihren Nachbarn nicht. Ja, ich sag, Bro, kennst du den? Aus dem vierten Stock, Jihan. Nein, dritten Stock. Ey, bist du Marco Eggers? Marco Eggers. Ja. Marco Gebauer. Nee. Wir gehen jetzt in die Forelle. In die Forelle? Ja, Forelle, haben wir gesagt. Forelle. Okay, dann let's go. So schnell wird man abgeschleppt, Carsten. Ich will ja nicht. Ey, Marco. 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 Läuft die Kamera? Läuft. Was ist dein Bodycount? Ich habe mit allen Fragen gerechnet heute, aber nicht mit dieser. Wirklich nicht? Nein. Ja. Seid ihr ein Paar? Nein. Nein. Wieso nicht? Freund. Egal. Nein, wenn sie Freund habt, da muss man Finger weg. Okay. Da muss man respektvoll sein. So fangen wir hier gar nicht an. Vergebene Frauen weder anschreiben, noch angraben, noch dumm anquatschen. Bitte ein Grußvideo machen, mein Freund. Würdest du deinen Freund für eine Million betrügen? Nein. 5 Millionen? Nee. Warte mal, bist du der mit 1, 2, 5 Frauen unterwegs ist? Yeah! Wie hat er das angestellt? Er ist Ruhe. Wir schneiden das so, dass er einfach sagt, nee, weil der ultra sexy ist. Pass auf. Wie hat er das angestellt? Weil der einfach ultra sexy ist. Er ist einfach so geil. Keine Widersprüche. Marc. Marco. Ja. Oh Mann! Wie freust du dich am meisten beim Karneval? Trinken. Ist auch Sport. Typen. Heute geht rund, die Weiber werden. Abfahrt, richtig schön. Mhm. Du arbeitest aber. Du bist beruflich hier heute. Nee? Na gut. Ich hab Spaß. Hey. Worauf freut ihr euch am meisten beim Karneval? Rummachen. Rummachen? Ja. Du freust dich auch? Rummachen? Ja, ja, klar. Ey, hier wollen zwei rummachen. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Ja? Ich hab eine Freundin. Würdest du sie für 1 Million betrügen? Nein, niemals. Hallo Sophie, ich würde dich niemals betrügen. Wirklich nicht. Bro, jetzt ein Antrag an. Ich würde dich heiraten, Sophie. Wirklich. Oh. Hallo. Hallo. Na, wie geht's? Alles gut? Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ja, du, wir haben uns noch nie gesehen, aber schön, dass wir uns wiedersehen. Hallo. Hallo, wer seid ihr? Hallo, ich bin Anne aus Berlin. Anne? Mit Doppel-N? Ja. Wenn man euch 1 Million geben würdet, ihr werdet vergeben, würdet ihr euren Partner betrügen? Nein. Come on. Mach dein Mikro erstmal an. So, jetzt geht's los. Wir haben hier gerade jemanden und die ist einfach der größte Fan. Von dir? Nee, von dir? Ja. Okay. Haben wir nochmal recht. Ist das die 37? Nein. Hat jemand die 37? Nürnberg, Willi. Viel zu lange Pause gemacht, Carsten, oder? Gebt mal jetzt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr sagt, 2 Monate YouTube-Pause. Marc, bitte nicht nochmal. Und so. Ran an die Mannen! Du hörst den Song, ne? Da fehlt eine Rassel. Don't like red flags. Ich bin red flags. Was sind die red flags? He only takes shirtless pics, ne? Wir brauchen mal die positiven Seiten jetzt. Komm, was ist der Dream Man? A nice smile, das geht immer. Bei mir? Bisschen schief, aber... Ja, kann ich auch kaufen. Mann, klein Reno! Wenn man euch 1 Million geben würde, würdet ihr eure Freunde betrügen, ja oder nein? Nur ja oder nein, auf 3. Pass auf, 1, 2, 3. Auf jeden Fall. Es gibt immer diesen einen, der immer doch raussticht dann, ne? Ja, Chiago, Alter. Nein, bin ein Friesenjung. Bin ein kleiner Friesen. Kleine schlaue Biene, Maya. Würdest du die betrügen? Keine Ahnung, aber ja, ist safe, ja. Ja, safe. Herr Marc Egger, muss ich erst noch anfassen. Ja, da hast du die Schlüssel nicht, das kenne ich von zu Hause im Bett, du. Und dann hing ich da 1,5 Wochen, weißt du? BVB! Nein. Warum? Das ist Karma, das ist Prinzip. Würdest du die betrügen? Weiß ich nicht, muss das? 500 Millionen? Nein. Was ist, wenn der Partner schon Millionär ist? Nee, es geht ja um dich, du. Der Partner ist Milliardär und sagt, er gibt mir 5 Millionen, dann muss ich ihn ja nicht... Aber du bist doch eine emanzipierte Frau. Du brauchst keinen reichen Mann. Ja, ich weiß, aber wenn man dann einen hätte... Wenn man dann einen hätte, ja. Wenn man dann einen hätte, das wäre schon gut. Seine Freundin betrügen für 1 Mio? Nee. Bei dir läuft, ne? Du bist so BWL-mäßig unterwegs. Da ist der Porsche in der Garage. Nee. Oh, ja, doch. 500 Millionen? 500... Nein. Was freut ihr euch am meisten beim Karneval? Wir sind zum ersten Mal in Köln. Ist ein bisschen enttäuschend hier. Ich bin von Schwaben! Schwabenländle. So sieht's aus. Abonniert die Allerjutzen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ist doch nur Spaß. Schwaben, Stuttgart. Kennt ihr Nico? Nee. Insko 21? Ja! Sag mal, nein! Nein! Nein!
Nein. Nur wie lange ist noch bis zum Boxkampf? 14 Tage, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das die beste Vorbereitung, jetzt beim Karneval sich richtig an reinzutrinken? Tatsächlich nicht, deswegen bin ich noch nüchtern und bleibe nüchtern. 25.11. Great Fight Night in Düsseldorf. Hier ist verlinkt. Es gibt noch Tickets, komm vorbei. Ich glaube, es wird ein unfassbar geiles Event. Wir sind die Allergajuten! Wenn du eine Million bekommen würdest, würdest du deinen Freund betrügen? Ich habe keinen Freund. Wenn du einen hättest. Ich habe einen Freund. Mille? Ja. Nee. Sonst hätte ich gesagt, ich betrüge dich jetzt, ist es in Ordnung und dann machen wir 50-50. Wie war das nochmal mit der Brasilianerin auf Mallorca? Und dem Papa. Heidi Klum, Halloween Party. Ja. Du bist der V. Ja, ne, quasi, ich bin eine Eule, aber ich wäre gern der V. Wie lange hast du heute in der Maske gebraucht? Gar nicht so lange tatsächlich. Ich habe tatsächlich alles, muss ich zugeben, gekauft. Aber das ist oh, nein, mein wahres Gesicht. Nein, setz, stell dich auf. Lisa, jetzt. So, Freunde, wir sind am Ende der Karnevalsstraßenumfrage angekommen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, abonniert den Kanal und danke an Carsten hinter der Kamera. Danke fürs Zuschauen. Dickes Dankeschön. Blonde Chaya, illegaler Rave. Mark Elgas ist auch mit dabei, macht Fotos mit den Jungs, ist sehr korrekt. Auf jeden Fall, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle bei Mark Elgas ein Follow da lassen würdet. Der Mann ist immer dabei, ob Köln oder was auch immer. Mark Elgas auf die 1 und vielen, vielen Dank.